Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Radlig 11. Und an dieser Stelle auch wunderschöne und frohe Weihnachten, Freunde. Heute ist nämlich Weihnachten. Für mich leider noch nicht, für euch allerdings schon. Und ich wünsche euch natürlich, wie sollte es anders sein, dieses Jahr habe ich es nicht vergessen, wunderschöne, besinnliche und geile Feiertage für euch alle. Ich hoffe, ihr habt geile Weihnachten. Wenn nicht, macht euch nicht so viel daraus. Es gibt andere geile Tage, an denen man auch genauso viel Spaß haben kann. Und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Denn das Weihnachtsshopping, man kennt es. Heute gibt es die große Big Baba Bubu Shopping District Rundtour. Und wir werden unsere Weihnachtskäufe erledigen. Pünktlich an Weihnachten besorgen wir unsere Geschenke. Und deswegen sind wir hier unterwegs. Wir werden heute jeden Shop im Shopping District angucken, bewerten, was einkaufen und schauen, wer den geilsten Shop hat. Lasst mir super gerne in den Kommentaren, welchen Shop ihr am geilsten findet. Und ob wir bald mal, wie es mittlerweile schon Tradition ist, eine gigantische, komplette XXL Crafted Rundtour machen, sodass wir einfach mal, wie das hier aussieht, dass wir alle Grundstücke und alle Basen von allen Teilnehmern einmal durchgehen, uns angucken, bewerten und zeigen, was es so gibt. Wie sich das Ganze gehört, haben wir natürlich wieder ein Buch, in dem wir unsere Sachen bewerten werden und wir können eigentlich wieder Sterne vergeben, wie viele wir machen wollen, pro Ding. Das heißt, wir geben jedem Shop 0 bis 5 Sterne. Halbe gibt es nicht. Und wir können schauen, was wir machen. Wir fahren bei dem Raketenshop an, damit wir genug Raketen haben. Und dieses Ding von Joe Craft & Space, absolut gigantisch. Technik dahinter, sehr geil. Diese Dinger hier, absolut ridiculous. Also for real, das hier finde ich krank. Das hier ist absolut, absolut insane. Ich finde die Animation auch unglaublich geil. Aber die hier beeindruckt mich irgendwie viel mehr mit dieser Flash-Animation und so. Ich finde, das muss ich dazu sagen. Das Gebäude, glaube ich, nicht so geil, weil es nicht so zu diesem Zen-Garten passt. Aber die ganze Technik darin ist halt absolut crazy. Also das ist halt ultra, 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 ultra sick. Der funktioniert super easy, super intuitiv. Du gehst hier hin, es gibt sogar dieses Tankkartensystem. Wenn man für 9 Dias holt, dann kriegt man eine Tankkarte und dann kriegst du praktisch so einen Bonus, wie so eine Dönerstempelkarte. Und sonst gehst du einfach hier rein. Wir werden dabei in jedem Shop einkaufen gehen, natürlich. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Das gibt Punktabzug. Wenn es irgendwo keine C-Automaten gibt, dann Punktabzug. Aber du legst den Dia rein, der wird rausgezogen und dann nach Short Duration kommen hier die Raketen, das sieht man gleich in so einem Bogen hier, hochgeschossen. Sau geil. Auch noch so eine geile Animation für die Items eigentlich. Aber das Ding halt for real absolute dicke 5 von 5 Sternen. Also alleine wegen dieser ganzen Redstone-Technik, das Ding, by the way, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, das Display hier oben zeigt an, wie viele Raketen insgesamt schon verkauft wurden. 164.000 Raketen wurden mittlerweile verkauft, was ich so absurd viel finde. Also letztes Jahr hatten wir den Raketenshop. Mich würde sehr interessieren, wie viel wir da verkauft haben. Aber 164.000 Raketen ist unglaublich krass. Und das Display dazu ist halt auch geil. Jedes Mal, wenn was gekauft wird, dann wird hier 64 dazu gezählt. Und das schon super sick. Aber also legit das Ding hier. Dieses Display hier drüben carried alles für mich raus. Das ist crazy. Was da, keine Ahnung. Das ist wieder so ein uniques, cooles Ding irgendwie, dass das wild. Also, ich glaube, wir können vermerken, Raketenshop, absolut dickes, 5 von 5 Sternen. Gehen wir rein, aber absolut. Machen wir weiter mit dem Shop daneben. Klein und unscheinbar. Ich muss mit dazu sagen, dieses Jahr, der Shopping District wirkt irgendwie viel kleiner und unbelebter als letztes Jahr, finde ich so ein bisschen. Aber er ist es eigentlich gar nicht. Die Gebäude sind nur größer und näher zusammen. Also irgendwie sind die alle so ineinander gesmashed, statt irgendwie immer einzeln krass separiert. Weil die letzten Male war es so, dass man einen Chunk kaufen konnte. Und wenn man mehr haben wollte, dann musste man mehr kaufen. Und deswegen waren die Gebäude immer auseinander und nicht so direkt irgendwie ineinander verschmolzen. Deswegen sieht er dies ja irgendwie so klein aus, weil sich irgendwie alles in dem Ding hier abspielt und es keine krassen Verzweigungen und viele neue Straßen und sowas gibt. Vielleicht kommt das noch, aber mal gucken. Ja, und die Insel wird von Jahr zu Jahr größer, das stimmt. Also, wenn ihr euch bedenkt, wie viel, guck mal, das hier ist so der Main Shopping District. Das Ding. Und das die Insel. Das ist crazy. Okay. Aber wir gehen in den nächsten Shop, klein und unscheinbar. Der Honigshop von Urotox. Ich finde ihn optisch sehr, sehr, sehr schön. Muss ich sagen, man erkennt, was es sein soll. Es wäre vielleicht geil, wenn das so ein Baum gewesen wäre. Also wenn hier so ein Baum ist und irgendwie dieses Bienen-Hive-Ding so unten dran hängt, das wäre nochmal ein bisschen geiler gewesen. Und er ist jetzt halt auch nicht so das Technikmonster, der Shop, you know? Also es gibt ein Slot an dir und ein Slot an dir. Einfach und easy zu verstehen. EC-Automat. Wir nehmen uns mal Honigblöcke mit. Bumm. Tauschen wir aus. Aber das Ding hier ist halt safe, you know? Keiner kann Fehler machen. Du kaufst dir da deine Sachen und niemand kann irgendwie was falsch machen. Aber es hat auch keine krass coole Technik oder so. Aber wenn man mit dem Ding hier halt vergleicht,
würde ich sagen, Honig würde ich eine stabile 3 von 5 geben. Ich glaube, 3 von 5 ist sehr fair dafür. In die Seite hier drüben geht es schon nicht mehr weiter. Das heißt, wir drehen uns um in diesen Shop hier, der... Nun ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der Shop war mal belebt. Ich bin mir nicht voll sicher, ob das hier der Büchershop von Excel... Doch, das hier war, glaube ich, mal der Büchershop von Excel. Und da ist so viel Zeug passiert. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan davon, einfach nur einen Block in groß zu bauen. Sorry, Spark, an sein Haus. Aber ich finde, das ist keine kreative Shop-Idee. Das ist immer... Das hier ist cool. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber nur den Block in groß zu bauen, finde ich nicht geil. Finde ich no-joke nicht geil. Außerdem ist der Charming Table viel zu groß und da drin ist halt gar nichts. Ich glaube, der wurde leergeräumt einfach nur irgendwann, weil der eigentlich von jemand anders übernommen werden sollte. Ich glaube, von Bamboo Bay. Aber naja, also... I guess wir können einen Stern, one star für Effort oder so geben, weil... Also... Er steht halt. Aber also, es gibt ja nicht mal was zu kaufen. Hier drin ist so ein bisschen das Problem. Wir könnten ihn übernehmen. Wir könnten ihn übernehmen und einfach was Neues reinbauen. Aber Bücher gibt eine Null. Wieder etwas kreativeren. Storyline dazu. Letztes Jahr hat Fabo die krosse Krabbe gebaut und dort Essen verkauft. Und dieses Mal hat er den Fabo-Bucket gebaut und verkauft da Essen. Und das finde ich sehr cool. Ich finde ihn, Nummer uno, eigentlich relativ kreativ. Ist irgendwie was, was jeder checkt und so. Wo man die Anlehnung dran versteht. Die Storyline dahinter ist eigentlich auch ganz geil. Aber es gibt keine goldenen Karotten mehr. Es gibt noch Äpfel und es gibt noch Kuchen. Wir kaufen uns einen Kuchen. Von Innenshop nicht so geil. Aber ich glaube, es ist auch so ein solides Mittelding. Finde ich ähnlich wie der Honigshop. Auch würde ich so in eine 3-Sterne-Richtung gehen. Safe. Weil, ist chilliges Gebäude, hat eine coole Storyline. Der Shop ist aber leer. Aber finde ich geil. 3 von 5. Wir müssen hier ganz kurz mal, warte mal ganz kurz. Hallo? Ich muss den Shop, der wurde gegrieft. Ich muss den Shop reparieren. Du hast gerade mitbekommen, dass hier die Inspektion unterwegs ist und jetzt willst du deinen Shop noch in letzter Sekunde verbessern? Mann, Stiegi hat hier eine, wie soll ich sagen? Ich kann das Wort nicht sagen. Hier haben wir den Obsidian Shop von Feister. Ich würde sagen, hier wurde sich Mühe gegeben. Da sieht aus wie eine kleine Bibi-Mann. Was? Aber leider, also was das aus passt dem ja, das passt ja hier gar nicht dazu mit der Erde und so. Ja, das hat Schnee gebaut. Hast du Beweise dafür? Also ja, sind wir die. Rein theoretisch. Dann schick mir den mal. Das ist unmöglich, verstehe ich. Aha, aha. Nee, guck doch mal jetzt. Ja, ich komme hier später nochmal drauf. Nee, wir werfen den kurz zwischen rein. Komm, eigentlich wäre ich woanders gewesen, aber... Geil! Obsidian Shop von Feister. Feister, ich will später, wenn ich die Basen bewerte von Leuten wahrscheinlich, dann brauche ich so ein kleines Intro von dir, was deine Base ist. Hast erzähl mir gesagt, mal zwei dann. Sätze, was dein Shop ist. Mein Shop ist der Clash of Clans dunkles Elixierbohrer. Und dadurch, dass ich Obsidian verkaufe, nutze ich sozusagen die Gunst der Stunde und mein dunkles Elixier ist Obsidian. Verstehst du? Ah, das ist also der dunkle Elixier-Obsidian-Speicher hier drin? Das stimmt. Damn, und dann das... kannst du dich hier Obsidian rausholen. Weißt du, ich muss dir ganz Aha, ehrlich sagen... niemand hat was gekauft. Ich habe letztens gekauft. Bisschen. Boss. Wir brauchen die Reference dazu. Das hier ist nämlich der dunkle Elixierbohrer. Und das hier ist falls das Building dazu. Ey, und for real? Du hast das so geil gemacht. Ja, finde ich auch. Diese goldenen Stacheln habe ich ein bisschen low gemacht, weil ich kein Gold hatte damals. Ja. Mittlerweile könnte man das besser machen. Also aber no Real joke. Talk, sehr geil. Das ist wirklich sehr geil. Gefällt mir, Feister. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, an eine 5 kommt es leider nicht ran. Ja, verstehe ich. Da ich fehlt find, mir ein ich bisschen glaub, wenn die Technik. Ich, wenn ich die, ja, genau. Wenn ich so, wenn ich das Obby so hier rauspuren lassen würde, das wäre, glaube ich, cool, weißt du? Ja, genau, irgendwie mit sowas. So einem Hebel oder sowas. Genau. Ich kaufe natürlich ja, in dem Shop ich. Auch was, ne? Aber finde ich sehr. Oh, also, no was. Joke. Ich finde, ich glaube, ich finde deinen Shop, was so die Kreativität angeht, ich habe noch nicht alle gesehen. Aber bis jetzt auf jeden Fall am coolsten und ich glaube, er wird auch sehr weit oben dabei bleiben. Supi. Obsidian kriegt eine ganz solide 4 von 5 von mir. Geil. W-Feister. Oh, hörst du das? Was? Der Like-Button ist noch nicht gedrückt. Nein, jetzt hat er nein, so beleuchtet. Und, oh nein, es sind noch zu wenig Kommentare geschrieben. Nein, wirklich. Wenn ich jetzt sage, Guys, smash that Like-Button, dann leuchtet der so. Ehrlich? Wirklich, der leuchtet, da müsst ihr gucken Retalk, jetzt. Müsst ihr gucken. Like-Buttons, die springen mittlerweile so, wenn man so ja, liked. Und die sind so das wie ist als Konfetti und so. Ihr müsst ja, das ist so gucken. Krass ihr mittlerweile. Okay, ich muss im nächsten Shop feiern, bis später. Direkt daneben, Bastis. Schalker Shop. What else? Ist das hier normal? Das ist... Ist das noch nie auf? Ist diese Brücke hier oben normal? Die beiden Dinger hier? Das gehört so. Das ist so gebaut. Was? Ey, legit, der ganze Chat hat gerade fast Nein geschrieben.
ein paar Leute haben ja geschrieben, aber niemals hätte ich gewusst, dass das so aussieht. Wenn ich das jetzt hätte nachbauen müssen oder zeichnen, in keiner Welt hätte ich diese beiden Klauen hier so das rausgemacht hier vorne. Alter, das ist crazy. Okay, aber ihr seht natürlich, End City Ship, passend in den Baustil von seiner Base, was ich auch sehr, 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 sehr cool finde, habe ich letztes Jahr auch so ähnlich gemacht. Finde ich auch geil kreativ. Passt sehr gut zu dem Ding davor. Gab es letztes Jahr. Aber es gibt hier einen Schalker zu kaufen. Und das trifft sich sehr gut, denn wir brauchen die ein oder andere Schalker, damit wir unsere ganzen Items hier drüben mit einlagern können. Ja, was machen wir denn jetzt? Entweder riskieren wir jetzt den Bambus-Tag. 5 von 5 sonst Bambus. Oder wir geben eine andere Bewertung ab. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich nicht vor Furcht erzittern würde vor dem König, dann wäre der Shop eine 3 für mich. Boah, guck mal jetzt die Prismarine-Blöcke, wie sie leuchten. Keine Treppe nach oben, man kommt ohne Elytra nicht rein. Keine Technik verbaut. Bambus kriegen wir eh. Wir müssen eine 6 von 5 geben. Nee, ich glaube, ich würde eine 3 von 5 geben. Verglichen so mit Farbo-Bucket, ich finde, es ist so ähnlich wie Bucket und wie Honeycomb vom Ding her. Aber Farbpalette ist cool. Oder Blockpalette von den Samen. Mal gucken, wie lange Bambus, wie lange ich Bambus reinmachen muss. Diese Abomination hier drüben ist Hugos V-Bucks Shop, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, er möchte V-Bucks in diesem Ding verkaufen. Ich glaube, es gibt absolut nichts davon zu kaufen. Es sieht absolut kacke aus. Mann, ist das scheiße. Oh, der König ist da. Der König ist da. Was, ich würde dazu gezwungen. Was soll ich tun? Ich werde dazu gezwungen. 4 mindestens? Okay, gib mir einen Punkt, warum 4? Was verdient sich diesen 4. Stern? Die Ware, die Auswahl. Alle Farben immer on stock. On stock, on stock, on stock, on stock, on stock. On stock, on stock, on stock, on stock, on stock, on stock, on stock. Okay, man lässt mit sich reden. Alles on stock ist ein gutes Argument. Übersichtlich, simpel, einfaches Kaufsystem. Naja, ich sag mal so, ne? Hier drin. Nix on stock. Hast du nochmal rausgeredet, Basti? Hast du gut gemacht. Hugos Shop. Da war ja was. Also, ich sag mal so. Wenn wir in Betracht ziehen, dass wir mit V-Bucks nichts anfangen können in Minecraft, dass der Shop absolut scheiße aussieht und er nicht fertig ist, wird das mal wieder eine ganz solide 0 von Hugo, wie jedes Jahr. Vielleicht ja nächstes Jahr. Vielleicht können wir uns da ein bisschen besser anstrengen. Aber dann gehen wir direkt rüber zum nächsten. Zu Merles wunderschönen Blumenshop, an dem sie sehr lange gebaut hat. Legit, Merle hat hier so reingegrindet bei diesem Katze. So reingegrindet bei diesem Shop. Oh, das ist ja voll schön. Ja, aber das hat Chat ihr geschickt. Das ist not fair. Okay. Wir gucken, ob alle Farben freundlich sind. Das hat er gerade... Eieieiei. Da ist der sehr viel nicht vorrätig. Boah, aber voll viel Umsatz gemacht, hä? Gibt's einfach Saplings? Und hier oben noch alle möglichen Blumen. Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, das ist okay. Wir kaufen uns einen Stack Alliums. Rein damit. Die Lieblingsblume. No joke, der Shop ist cool. Ich mag den Shop. Der ist so klein, cozy. Ich glaube, Merle legt dieser Baustil auch sehr. Dieses kleine, verwucherte, übergrünte, bunte und sowas. Das ist sehr, sehr cute. Mir fehlt da wieder die Technik. Also, ich finde, es muss schon so eine Mischung aus richtig schönem Gebäude sein, aber trotzdem auch ein bisschen Technik. Dann ist für mich richtig geil. Und da wir keine halben Punkte geben, würde ich auch eine 4 geben. Oh, mir fällt gerade ein, es gibt einen... Nee, wir bleiben bei 4. Wir bleiben bei 4. Mir fehlt so die Slide-Technik, aber sonst ist der Shop ultra geil. Abgesehen von dem Ding... Ich muss legit direkt Punkt abzugeben, weil der Shop halt gar keinen Sinn ergibt. Mann, so sehr ich No Risk auch mag, aber woher soll ich wissen, dass es bei seinem Skin, okay, ja, also man könnte es daran sehen, aber darauf guckt man nicht. Okay, das ist was anderes, aber Skin auch quatschig. Skin genauso quatschig wie irgendwie wie große Blöcke und ich finde den Shop unglaublich unübersichtlich. Also ich war schon oft hier einkaufen. Das geilste hieran ist das Totem-Ding. Wenn wir hier unten sind und Totems kaufen können. 7 Dias, ein Totem. There we go. Ich glaube, normalerweise kommt sogar noch ein Bing-Bing, damit man was bekommen hat. Aber das hier finde ich super geil. Hier unten einfach die Totems rauszuholen und die dann eben zu kaufen. I like it very much. Aber den Rest des Shops finde ich nicht geil. Alles, was hier hoch ist, mit der Leiter hochgehen, dann irgendwie so ähnlich diese Plattform hier. Du weißt gar nicht, was hier drin ist. Hier steht nirgendwo, welche Items hier sind. Du musst jedes Mal irgendwie in die Kisten gucken, um zu gucken, was da jetzt drin ist. Und dann bist du in der falschen Etage. Dann guckst du hier immer noch kein Redstone. Musst du Jump'n'Run machen, um hier hinzukommen. Ah, ehrlich finde ich nicht so geil, leider. Und ich bin voll bei Chat. Ist für mich leider legit eine 2 von 5. Dann kommen wir zum nächsten. Dieses wunderschöne Ding hier. Check ich thematisch nicht.
Idee aber sehr cool. Das hier ist der Charity-Shop von Venil. Habt ihr vielleicht mitbekommen, es gab dieses Jahr Charity Royale. Absolut insane. Wenn ihr das Video dazu nicht gesehen habt, dann schaut das super gerne an. Das war immer noch absolut crazy, was dann abging. Charity Royale ist eine riesige Spendenaktion von super vielen Streamern. Ich glaube, dieses Jahr über eine Viertelmillion. Wir haben 250.000 zusammengesammelt. Ah, das ist ein Tresor. Oh mein Gott, jetzt check ich's. Bro, legit, ich habe das noch nie gecheckt. Ich habe den Shop so oft gesehen, aber das ist ein Tresor. Das hier ist die Tresortür und die geht so auf. Oh. Okay, der Shop funktioniert so. Für alle 5 Euro, die du an Charity spendest, darfst du dir hier ein Dia rausnehmen. Ein Dia-Block. Ein Dia-Block sind 5 Euro Spende an Charity. Ich glaube, das sind mittlerweile auch alle ausverkauft, weil die Charity-Aktion beendet wurde. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro gespendet hätten an die Charity, dann können wir uns da 20 Dia-Blöcke rausnehmen. Was ultra, ultra geil ist. Und es wurden auch sehr viele gemacht. Veni hat einen riesigen Bohrer dafür gebaut. Und es wurde auch wirklich ordentlich was gespendet dafür. Ich weiß, wir haben irgendwann mal was gespendet. Ich weiß nicht mehr wann. Ich glaube, wir haben irgendwann mal 200 Euro gespendet oder so, damit ich mir hier Dias gekauft habe. Und das finde ich halt ist so das Ding. Hier ist keine Technik verbaut. Okay, granted. Aber die Idee ist ultra geil. Der Shop ist ultra geil. Die Farm, die man dafür braucht, die dahinter steht, ist ultra geil. Das ist auch wieder so schwierig. Weil eigentlich würde ich ihm eine 5 von 5 geben. Aber im Vergleich mit dem hier kann man halt fast keine 5 von 5 geben. Ha. Deswegen ist es ein bisschen weird. Ich habe die Idee vor 3 Minuten verstanden. Ich meine die Idee von dem, die Idee von Charity. Charity Donation für irgendwelche Ingame-Dinger verkaufen. Genau. Es hätte auch sein können, yo, schenk, gib mir 5 Subs auf Twitch und du kriegst Dias. Das wäre überall lame gewesen. Ne? Aber dadurch, dass halt eine Charity Donation ist für Dias, saugeil. 6 von 5 bei Charity. Nee, also ich glaube, der Shop legit, alleine weil es für Charity ist, gibt eine Ausnahme und es ist eine 5 von 5. Wir können dem Raketenshop 6 Sterne geben, dann ist das Ceiling für die 5 nach oben besser. Boom, easy. Wir gehen ein bisschen ab zu dem Froschshop, den ich auch, granted, sehr, sehr süß finde. Ich glaube, das ganze Ding, ist es ein Chunk? Nee, es sind 2 Chunks, oder? Fast. Ah, Anzahl 2. Naja, das Ding ist auch ultra cool. Das ist der Frogline-Shop von Flocke. Bei dem habe ich auch schon das ein oder andere eingebaut. Ich finde das Ding hier ultra süß. Da wurde sich auch der ein oder andere Gedanke drum gemacht, glaube ich. Ursprünglich war der Eingang, glaube ich, hier unten. Das haben Leute aber nicht gecheckt. Da musste man in der Elytra dann hier runterfliegen. Und dann konnte man von unten in den Shop. Dann war der Eingang hier. Da musste man hier durchfliegen. Haben Leute auch noch nicht gecheckt. Und jetzt gibt es hier halt diese Trapdoors, dass man hier per Trapdoor praktisch rein und rausgehen kann. Aber der Shop ist ultra cute. Also Froschding ist halt auch wieder ein bisschen cooler als irgendwie der Block oder so. Der Froschding ist ultra geil gebaut mit den ganzen Blöcken auf dem Lilypad, wo er steht. Hier unten nochmal so extra dieses Wasserding und so. Das ist sehr cool. I like it. Ich mag den Shop. Wir haben auf jeden Fall schon so ein bisschen eingekauft. Charities können wir leider nicht mehr holen, ne? Wir können gar keine Dias mehr kaufen. Keine mehr da. Hier auch nichts mehr da. Eieieiei. Schade. Aber ich finde Froglight ultra cool. Also, I guess ich bin bei einer 4. Ich finde ihn ein bisschen geiler als den Bucket oder so, zum Beispiel. Ja, ich finde ihn ein bisschen cooler als den Bucket oder als den Honigshop. Sehr klein, aber cute. Bartering-Shop von Veni mit einer riesigen Bartering-Farm dazu. Das finde ich halt auch geil, ne? Irgendwie, dass der Aspekt dahinter, dass man halt geile Farben für seine Shops hat oder so. Weil Flocker hat dafür auch eine Froglight-Farm gebaut für den Shop hier drüben. Und Veni hat eine riesige Bartering-Farm gebaut für den Bartering-Shop hier. Und es sieht sehr, sehr geil aus. Ich bin mir nicht, wahrscheinlich ist es so eine Art Mini-Bastion oder so einfach, ne? Passt eigentlich theoretisch auch so ein bisschen, ne? Zu dem Baustil von seiner Base, so slightly, zumindest die Blockpalette. Deswegen eigentlich ganz cool. Alles für dein Schweineherz. Venis Bartering Shop. Steht Bartering oder Brathering hier? Bartering Shop. Sehr gut. Was macht das Ding? Oh, Pigstab. Oh, see? Das ist so dieses kleine Extra-Gimmick, was ich meinte. Was richtig cool ist, dass es existiert. Aber das nervt. Und hier unten gibt es die ganzen Sachen dazu. Finde ich... Ah. Okay, geil wäre halt, wenn man die ganzen Sachen direkt sehen würde, was so drin ist, damit wir nicht in jedes Fass reingucken müssen. Aber so bist du länger hier drin und denkst dir, ach Mensch, das könnte ich ja noch mitnehmen. Zum Beispiel Soul Speed 3 für 10 Dias. Ganz entspannte, weil wir das noch nicht auf unseren Dingern haben. Legit, das war jetzt nur, weil ich in die ganzen Fässer reingucken musste. Das machen wir bald auf unsere Boots drauf. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, ich glaube, der Shop hier auch absolut solide 4 von 5. Kratzt schon fast eine 5 von 5. Wegen Pigstep. Aber Feister, ich sag dir ganz ehrlich, da fehlt noch was. Da fehlt ein bisschen das Terraforming drumrum. Ein bisschen Sand oder Gravel, bisschen Wasser, bisschen irgendwie, weiß nicht, bisschen Korallen, so in die Richtung. Weil das hier ist ein bisschen trist. Und in dem Shop hier, nicht mal Soulspeed Ding hier hoch, gibt es Schwämme. Eigentlich ganz gut. Sollen die Schwämme verloren gehen? Voll pra...
Mir fällt gerade ein, ich hab einen Schwamm verloren. Alter, ich habe hier Schwämme gemietet letztens. Ich habe den nach 24 Stunden nicht wieder zurückgebracht. Nein, der ist sogar im Chat. Und ich habe einen verloren. Dann gehen jetzt 2 Dias in die Kasse. Ha, damit habe ich ihn ja praktisch gekauft, oder? Haha. Ich kaufe nochmal einen. Wir kaufen nochmal einen. So, Feister, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, dass du den Shop noch nicht fertig gebaut hast? Also das ist ja wirklich enttäuschend hier drüben, Feister. Das ist enttäuschend. Ihr habt den Shop, ich bin begeistert. Aber hier, da fehlt noch einiges. Was fehlt? Deko, Sand hier drüben außenrum. Bisschen Korallen, bisschen Gravel, bisschen Wasser, ein bisschen Kelp. Hier unten ein bisschen Beleuchtung. Hier oben, das sieht aus, als wäre das so in 2 Minuten. Einmal kurz, bum, bum, zack. Weißt du, Crafting Table noch. Ich finde den preislich sehr, 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 sehr fair. Sehr zu fair schon fast. Gibt schon Punktabzug, so fair ist der. Aber ich sag euch, Sponge, ich bin gerade bei einer 2 bis 3. 3 für den Preis. 3 Sterne für den Preis. Zu einem meiner Lieblingsshops. Wenn nicht sogar meinen Lieblingsshop in Craftatic 11 in dem Shopping District. Der Trödelladen von Kroko. Das Ding ist wirklich so geil. Also wirklich, dieser Laden ist so übertrieben cool gebaut. Was macht das Ding? Glühwein. Okay, ich weiß nicht, wann das hier mit dazu kam. Heißer Glühwein. Wird sich gegönnt. Aber ich finde den Shop thematisch und so ultra geil gebaut. Also das Ding hier brauchst du, damit Leute den Laden überhaupt finden. Aber hier unten 921, der Decorated Pot. Das eine Ding leuchtet davon. Hier an der Seite sonst die anderen Sachen, die es dafür gibt, die ultra geil aussehen. Der komplette Shop praktisch so aufgebaut, als wäre er in so einer Ausgrabungsstätte. Hier drüben mit diesen Dingern, wo man runtergehen kann. Dann irgendwann Leiter dazu. Alles übersick. Also wirklich, der ganze Shop ist so, als würdest du so eine Ausgrabungsstätte und da war halt irgendwo dieses Ding. Und dann kannst du hier drüben irgendwann reingehen. Bumm, Eingang. Und das hier unten ist der Shop. Und das Ding ist halt auch geil. Am Anfang, ich habe immer gesagt, es gibt hier nur Ramsch, aber es gibt no joke sehr, sehr, sehr coole Sachen. Und ich finde, das ist so ein richtiger Laden. Es ist halt ein Trödelladen, aber du verlierst dich so ein bisschen darin. Du gehst in diesen Laden rein und fängst so an zu stöbern und überlegst, was du dir kaufen könntest. Und das hat kein anderer Laden irgendwie erreicht, weil es halt so viele unterschiedliche Sachen gibt, denke ich mir so, ach, ja, weiß ich nicht, was könnte ich denn... Irgendwas, du gehst hier rein und du willst irgendwas kaufen. Du willst nicht mit leeren Händen rausgehen. Und deswegen ist das geil. Und ich habe ihn schon 2-mal benutzt, um mich neu zu full equippen, muss ich mit dazu sagen. Deswegen war das auch ganz nice. Und es gibt halt super viel Zeug. Also eben diese OP-Gaps, Heart of the Sea, Nautilus Shells. Hier ist überall irgendwelche Art von Rüstung und sowas mit da drin. Decorated Pots, irgendwie so Fragmente, Smithing Templates und sowas. Alles so ein bisschen. Also wirklich der Shop... Trödelladen kriegt definitiv eine 5 von 5. Nicht nur wegen der Idee, sondern auch wegen Umsetzung, wegen so diesen kleinen Gimmicks, wie es aussieht und so, finde ich ultra geil. Ultra, ultra, ultra geil. OP-Gap, 48 Dias, taken wir. Düsen zurück, wir biegen links ab zu einem Zauberhut. Und ich bin mir nicht sicher, das ist der Prank-Shop. Bro, hier wurde davor scheinbar auch ganz schön geprankt. Der ist von Iosa. Iosa hat eine sehr aggressive Marketingstrategie verfolgt. Er hat nämlich bei jedem einen sehr nervigen Prank in die Base gebaut. Und ja, hier waren die ein oder anderen Sachen, wie man hier unten unschwer erkennen kann, die mal so ein bisschen genervt haben. Aber warum hier alles weggespringt ist, weiß ich nicht. Vielleicht Fabo, weiß ich nicht. Aber der sieht Nordrock auch cool aus. Also wenn wir uns denken, dass das Ding hier fertig gebaut ist. Ich finde diesen, also die Bunnies hier sehen wunderschön aus. Das ist richtig geil mit dem Zylinder mit dazu. Ich finde es sehr, sehr, sehr kreativ. Ultra, ultra, ultra geil. Und auch innen drin eigentlich, no joke, sehr, sehr cool. Vorlage nehmen und füllen, hier Auftrag reinlegen. Boah, das ist auch geil, ne? Dass du da so einen Auftrag hier beschreiben kannst, was du haben möchtest. Und dann wird er ausgeführt. Anleitung für einen Prank. Ja, und wie teuer ist ein Prank? User's Prank Shop. 2000 Inhaber, kreativ übrigens für jedermann einen kleinen Preis. Regeln lesen, Vorlagenbuch, linken Kiste, Vorlagenbuch ausfüllen, rechte Kiste legen. Discord kontaktieren und über den Erfolg informieren. Mitarbeiter melden, um Details zu besprechen. Ich habe eine Idee. Kroko hat bei uns in der Base irgendwo einen Geheimgang gebaut. Und ich möchte Prank-Titel, der Spiegelgang, Preisvorstellung. Das wird sehr günstig. 20 Dias. Wer soll geprankt werden? Kroko, möchtest du beim Prank mithelfen? Nein. Dein Vorschlag für den Prank. Den Geheimgang von Kroko in meiner Base finden und ihn 1:1 in seiner Base nachbauen. That's my prank for Kroko. Wie findest du meine Prank-Idee? Warte, ich muss hier ganz kurz... Ey! Nein, Janik, nein. Das müssen wir zensieren, was da drin stand. Das kommt wieder hier rein. Muss ich den signen? Wahrscheinlich schon, oder? Nee, den nicht signen bestimmt. Dann kann er das wiederverwenden. Bumm, aus 7. Ich hoffe, das ganze Ding wird ausgefüllt. Kein Geldautomat in dem Shop.
Hier ist kein Geldautomat. Das ist natürlich erstmal schwierig zu bewerten, weil wir natürlich so ein bisschen die... Naja, den Prank eigentlich mit dazu bewerten müssen. Wir gehen mal auf die nächste Seite. I guess... Boah, ich würde ihm bis jetzt... Eine 3 von 4. Ich würde eine 3 von 4, aber eigentlich eine 4 von 4 geben. Wir waren jetzt eine 3 von 4 mit einem Sternchen für das Sternchen. Und wenn geil, dann stocken wir auf 4 von 4 auf. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter, ich habe hier ein reoccurring Theme gerade, was ich hier sehe. Eieiei, ich wollte gerade Iosa auf Discord schreiben. Dabei ist mir aufgefallen, dass die letzte Nachricht, die er mir geschrieben hat, ein Jahr lang her ist. Und ich habe ihm nie darauf geantwortet. Jetzt habe ich in dem Chat gerade nicht mal hochgescrollt und das hier gesehen. 6. Januar 2020. Gutes Jahr gestartet. Hättest du Zeit und Lust, mir eure Basis für eins meiner Videos vorzustellen? 2020 das, 2022 das. Und ich habe nie geantwortet. Wir gehen rein in den nächsten Shop und der ist der Trident-Shop von... Gomme HD. Unglaublich geiler Shop. Geile Idee. Ich finde es cool, dass Gomme das gemacht hat. For real. Weil irgendwie ist das so ein Item, was voll zu Gomme passt. Gomme hat so dieses Unique. So Trident ist so schwierig, weil es kein Verbrauchs-Item ist in der Regel, sondern du kaufst es einmal und deswegen darf es ruhig eigentlich auch so teuer sein. Aber es muss halt so den Sweet Spot haben zwischen, du hast keinen Bock selber zu farmen und du gibst lieber die Dias dafür aus. Und der Shop, for real, ultra, ultra geil. Alter, dieser Poseidon Dreizack geil, der hier oben drauf ist. Übersick. Die Krone geil. Die Schulterdinger geil. Der Dreizack selber ultra geil. Die Figur ist übersick. Also auch ich habe keine Ahnung, ob das so Muscheln oder sowas sein sollen hier oben. Aber Trident Shop, wunderschön. Boden finde ich nicht ganz so sick. Aber sonst, der ganze Trident, ultra geil. Es gibt so Special-Dinger. Troll, der Trollzack, 19 Dia-Blöcke. Der 787 German Hunger Games, 30 Dia-Blöcke. Und der Katzenkralle Reversal für Pumi. Der wurde schon verkauft. Und die anderen sind weg. Nee, es gibt noch den. Bobzack GHG. Channeling. 49 Dia-Blöcke. Hat der wirklich Channeling? Bobzack GHG. Alter, ich glaube, das wird meiner sogar, oder? Sind die auch verzaubert? Der hat Riptide. Und der hat Impaling. Ja, okay, it's this one. Wir holen uns den, die Kollegen hier, oder? 49 Dia-Blöcke. Also, ich bin ganz ehrlich mit euch. Der Preis ist absolut zu teuer. Absolut zu teuer. Also, ich würde vielleicht so 3-4 Stacks Dias bin ich dabei. Boah, aber das ist schon überheavy. Aber wir müssen. Hier kannst du zahlen. Danke für den Einkauf. Alter. Also mit dem Kollegen müssen wir wirklich was sehr, sehr, sehr Cooles machen. Vielleicht eine Blitzfarm oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Mit Impaling, Loyalty und Channeling. Ja, wir können ein paar Erfolge damit machen, das stimmt. Hey. First one. Eieiei. Ja, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde Shop sehr, sehr, sehr cool. Theoretisch fehlt mir so dieser kleine, das kleine Gimmick, das kleine Extra obendrauf. Aber ich würde auch fast sagen, das kleine Extra ist eigentlich diese Custom Tridents. Es sind halt so Designer Tridents und nicht einfach nur ein Trident. Sind es 4 von 5 oder sind es 5 von 5? Nee, es sind 4 von 5. Es sind 4 von 5. Aber der Shop ist ultra geil. Damn! Oh! Hausmeister-Shop! Debitor! Peter macht nämlich hier den Hausmeister. Peter hat nämlich auch den ganzen Shopping-District hier geil gemacht. Der hat die ganzen Wege hier ausgebaut. Der hat immer dafür gesorgt, dass man überall hinkommt. Der hat Treppen gebaut, der hat Laternen... Alter, wie geil sieht sein Schaf hier drauf aus. Holy, das hab ich noch nicht gesehen. Der hat die Treppen gebaut, die Laternen, lauter den ganzen Stuff. Über die Pain-Aufgabe, für die dir halt niemand dankt. Früher gab es eigentlich immer so Steuergelder, indem man eben seine Grundstücke im Shopping-District kaufen musste. Das war dann Steuergeld. Und die Leute, also wenn jetzt jemand sich der Aufgabe angenommen hat, zum Beispiel den Shopping-District geil zu machen und Wege zu bauen, dann hat er die Dias von den Shop-Verkäufen oder von den Grundstücksverkäufen bekommen. Was ich sehr geil finde. Ich finde so ein Steuersystem dafür, glaube ich, ganz cool. Sad no wall ever, aber ja, das ist basically das Ding. Automatische Dienstleistungen im Shopping District, nicht bestellbar. Wegebau, Lichtgestaltung, Shop-Aufwertung, Garten- und Landschaftsbau, Müllentsorgung und Instandhaltung. Wenn du meine Arbeit unterstützt, hast gerne eine Spende da. Spendenbox. Betreten verboten, Achtung, Falle. Bro, ich glaube, hier war wirklich eine Falle, aber die ist nicht ausgelöst hier hinten, ne? Ich habe da vorhin random einmal reingeguckt. Ja, easy. Also, for real, das Ding, komm. Wir machen einen 20er. Oh, die werden rausgezogen. Smart. Aber ich finde das Ding hier, for real,
sehr ähnlich wie der Charity Shop und ist für mich safe eine 5 von 5. Also egal, ob irgendwie Gimmick oder keine Ahnung was, aber Peter hat so viel Arbeit in kompletten Shopping District gesteckt überall. Die Wege selber gebaut, mit seinen Materialien die Laternen gebaut. Der hat zum Beispiel hier die Treppe gebaut, die in meinen Shop geht, extra mit nochmal einem anderen Material, damit das zum Shop passt. Ultra geil. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, an dem wir meinen Shop bewerten. Und genauso wie letztes Jahr werde ich meinen Shop natürlich nicht selber bewerten, sondern das macht ihr in den Kommentaren. Und dabei möchte ich gerne was Besonderes hören. Und zwar meinen ursprünglichen Shop, aka den vergammelten großen Baumstamm und den jetzigen Shop, den wir hier gerade haben. Wir brauchen also zwei Bewertungen. Einmal vergammelter Baumstamm und einmal neues Autohaus-mäßiges Gebäude mit der Technik hier drin. Wenn ihr den Shop nicht kennt, das ist das ganze Ding hier. Hier oben soll eigentlich ursprünglich noch ein Baumstamm drauf, wo Holz steht. Das Ganze soll so ein bisschen luxuriös, Autohaus-mäßig wirken. Hier drin ist es auch super, super, super leer. Hier sind so kleine Miniaturbäume, damit man weiß, was man kauft, was ich sehr wichtig finde, da habe ich mich vorhin drüber beschwert. Und normal gibt es hier ein sehr ausgeklügeltes System, um zu kaufen, das aber leider nicht funktioniert. Da sind noch ein paar Probleme. Normalerweise funktioniert der Shop so, dass man hier reingeht und wenn man was kauft, dann wird die Schalke abgebaut. Und es wird sofort eine neue nachgesetzt. Aber wie ihr seht, funktioniert das gerade nicht. Und deswegen ist das natürlich nicht ganz so geil, weil die Technik nicht funktioniert. Und wenn die Technik nicht funktioniert, dann ist das bei dem Shop natürlich auch ein bisschen doof, ne? Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber also ich muss sagen, ich finde die Miniaturbäume sehr cool. So in dem Ding. Aber es fehlt noch sehr viel Deko und so. Ich bin auf eure Bewertung gespannt. Und ob ihr den Baumstamm cooler fandet oder das neue Gebäude hier drüben. Trimax Shop, was auch immer hier verkauft werden sollte. Wir gehen weiter zu dem Eiershop von Riole. Wunderschönes Gebäude. Zwei kleine Hühner und ein Ei. Riole verkauft immer die most useless Items, die es gibt. Eier und Basaltshop. Das ist so random. Und warum sieht das Ei von innen so aus? Ist das hier das... Soll das Ding hier oben das Eigelb werden? Ich glaube, das hier oben soll das Eigelb werden, oder? Turtle Eggs. Pro Slot ein Dia. Okay, ich bin sehr verwirrt. Frisches Hühnerei, zwei Slots ein Dia. Frisches Hühnerei, zwei Slots ein Dia. Und wo gibt es Basalt? Warte mal, das sehe ich gerade noch nicht so ganz. Ja. Obwohl, komm, wir holen uns Turtle Eggs. Mit denen können wir wenigstens ein bisschen was anfangen. Pro Slot ein Dia. Ein Turtle Egg, ein Dia. Das ist sehr fair. Nehmen wir mit. Basalt ist sold out. Guck mal, die spawnen alle im Chat, wenn ihre Shops bewertet werden. Riole, was würdest du deinem Shop selber geben? Ich zeige eine Zahl und warte, bis du schreibst. Mindestens eine 2. Boah, humble der Guy. Ja, ich hätte, glaube ich, eine 3 gegeben. Ich hätte eine 3 gegeben. Ich finde das so ähnlich wie Bucket und sowas in die Richtung. Also, no joke, die... Warum ist der Kopf grün? Haben die einen grünen Kopf? Ente? Weil du grün bist. Ach, weil das... Weil Riole-Kopf grün... Ungrün. Okay, cool. Ja, doch, valid. Ja. Ich glaube, wir bleiben bei einer 3. Next up düsen wir zu dem Smithing Table, aka. Was macht man mit dem Smithing Table? Netherite Shop von Spark. Spark hat, glaube ich, auch jedes Jahr den Netherite Shop, ne? Das ist auch schon so fast iconic dazu. Ja, sieht relativ leer aus hier drin. Ich habe euch ja schon am Anfang gesagt, ich bin nicht so der übergroße Fan, wenn man einfach nur zum Beispiel so einen Block in groß baut davon. Eigentlich bei Spark ist es dieses Jahr ein bisschen zu relativieren, weil halt seine Base auch so funktioniert. Also seine Base ist ja dieses riesige Haus, was praktisch so 1 zu 16 geupscaled ist. Deswegen kann man darüber hinwegsehen, I guess. Kann man darüber hinwegsehen, ist sehr, sehr fair. Boden finde ich geil, weil Boden ist sehr, sehr aufwendig. Aber sonst ist hier drin halt schon mau. Also da ist nicht so viel los. Aber ich finde trotzdem, ich habe mir schon viel hier drin geholt. Ich finde den Preis auch actually fair am Anfang. Ich war ein bisschen schockiert, aber der Preis ist eigentlich ehrlich ganz okay. Also... Es geht fit, wenn du denkst, wie lange du farmen müsstest, vor allem jetzt zu der Zeit in Craft Attack, wo du gefühlt 10.000 Blöcke weit weg müsstest, um dir genug Zeug zu holen. I guess it's fine. Ich würde im Shop genau ähnlich wie die drüben hier auch wieder so eine 3 von 5 geben. Es ist nicht bad, es ist aber auch nichts Insanes, you know? Also ich glaube, da ist man easy auf einer 3 von 5. Hätte Spark seine Base nicht dieses Jahr in so einem XXL-Ding gebaut, dann wäre es eine 2 von 5. Aber so ist eine 3 von 5. Das Ding hier... Bang, ja. Absolut geil. Ich finde schon, guck mal, das alleine schon, um das am Anfang zu sagen, die beiden Blöcke hier verglichen, es sind beides Upscale-Blöcke, aber der rechte sieht durch diese 3D-Texturen so viel geiler aus. Außerdem sieht der aus wie ein Among Us. Aber durch diese 3D-Dinger sieht das so viel cooler aus nochmal. Extra bei dem Block mit dazu. Diese Krake obendrauf, absolut insane. Organische Dinger so schwer zu bauen. Und das Ding so geil, dass er hier am Lesen ist und sowas.
I love it. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich den Shop so useful finde. To be honest, hier gibt es so alle möglichen Schreibsachen. Das heißt, Glow Ink, normale Ink, beschriftete Bücher und so. Eigentlich hätten wir unser beschriftetes Buch hier kaufen können, wo wir die ganzen Sachen reinschreiben können. Habe ich nicht dran gedacht. Item Frames finde ich sehr cool. Die sind unglaublich nervig zu craften. Ich hätte mir unsichtbare gewünscht. Die wären auch sehr, sehr geil. Ja, ich glaube, wir nehmen uns Glow Ink mit, oder? Ein Stack für ein Dia? Finde ich valid. Ist ein fairer Preis, ist ein guter Preis. Und der Shop auch sehr, sehr geil. Also wirklich, der Shop ist sehr, sehr cute. Geht in die Richtung wie Trödelshop. Innen nicht so schön. Inhalt auch, also gerade mit den Fackeln jetzt nicht so was Besonderes. Einfach nur die Kisten. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Ich glaube deswegen, der Kollege für mich, eine 4 von 5. Da fehlt wieder so der kleine Step-Up. Für eine 5 von 5, aber eine 4 von 5 ist safe drin. Bro, stimmt. Das habe ich voll vergessen. Okay, ich weiß aber nicht, wer das gemacht hat, leider. Aber ich habe das einmal gesehen. Das finde ich so geil. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Prank war oder ob das von dem Shop hier aus immer geplant war. Aber die Krake joinkt sich den Hammer von dem Smithing-Table hier drüben. Und die Idee ist so geil. Das ist halt wirklich kreativ richtig, richtig, richtig nice umgesetzt. Dass er den einfach so wegnimmt und den Shop praktisch hinten, der sieht wieder so leer aus und so. Das ist wirklich ein kleines, cooles Detail. Boah, das war fast schon der Switch auf die... Da ist der Übeltäter, der meine Base gebaut hat. Auf die 5. Aber dafür fehlt noch slightly mehr. Ganz bisschen. Und bevor wir gleich zu dem letzten Shop, dem Grande Finale kommen, von dem Palemann, kommen wir zu Peters kaputtem, kopfabgetrennten Schaf. Der wohl brutalste Shop. Auch mit einer Storyline. Von diesem Ding hier hat mir Peter mal erzählt, das Ganze ist basically so ein Organismus, der dieses Schaf auffrisst oder verzehrt. Also hier, das ist wie so ein wie so ein Pilz, wie so ein Organismus. Und der lässt dieses Schaf verwesen und frisst es langsam auf. Und ich finde den Shop optisch ultra geil. Das Schaf wurde praktisch von Staffel zu Staffel immer schlimmer. Denn in der ersten Staffel gab es das ganz normale Schaf, glaube ich. Also nicht in der ersten, sondern das erste Mal war es ein normales Schaf. Dann war es irgendwann, glaube ich, ein totes Schaf mit einem Messer irgendwie drin. Dann war es ein totes Schaf, das am Boden lag. Und jetzt ist es dieses tote Schaf, wo irgendwie das Bein schon abgetrennt ist, der Kopf ist abgetrennt, hier guckt so der so halb am Verwesen und sowas. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Also der ganze Teil ist sehr nice und eben, was auf dem Chat geschrieben wurde gerade, das passt zu seiner Base. Also das auch wieder thematisch an die Base angehaust, weil er da auch alles mit diesem Ding gemacht hat, seine Base hier drüben. Das heißt, das connectet sich basically so, dass das hier aufgefressen wird. Und das finde ich sehr, sehr geil. Und, boah, das ist eigentlich auch, das ist legit ein extra Punkt wert. Sein Shop versorgt sich selber, weil hier oben direkt die Farm dafür drin ist. Also hier oben ist direkt eine Wolffarm mit, ich denke mal, einer Menge Scheren. Hier oben die Schafe mit den jeweiligen Farben. Und dann geht das hier runter direkt in die Kisten, sodass man im Shop immer genug Zeug hat. Übertrieben nice. Das ist so, so, so cool. Also im besten Fall hast du immer genug und du musst nie was machen, außer irgendwie ab und zu mal hier drin AFK stehen. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Wir holen uns Wolle. Ach komm, wir nehmen eine Wolle, die viel auf Vorrat ist. Magenta Wool. Ein Slot, ein Dia, glaube ich, ne? Ein Stack, ein Dia, yes. Bumm. Rein damit. Finde ich sehr geil. Ich glaube wirklich, das ist so dieses kleine Extra-Gimmick, was ich vorhin immer meinte. Normal würde ich dem Shop eine 4 von 5 geben. Aber durch Storyline und dadurch, dass die Farm von dem Shop in dem Shop integriert ist, was halt ultra geil ist, das gibt es nirgendwo anders, ist voll für mich 5 von 5. Zum Grande Finale, und zwar der Tiere-Shop von Paluten, der eigentlich, glaube ich, mehr von Veton so gebaut wurde. Der Kollege, ich weiß nicht, wo er gerade ist, der Kollege hier unten hat schon die ein oder andere Seele auf dem Gewissen, so viel ich weiß. Der hat nämlich schon mal ein paar Leute hier im Shopping District nicht so glücklich gemacht. Ich glaube, es gibt auch actually nichts zu kaufen hier drin, oder? Kasse. GHG-Bulle, 30 Dia-Blöcke Sale. Ist das der GHG-Bulle? Nee, das ist nicht der GHG-Bulle. Das ist nicht der GHG-Bulle. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ja, also das ist ehrlich, das ist schwierig. Bro, es ist ein Paluten-Shop, aber eigentlich hat er damit gar nichts zu tun. Und ich finde diesen Shop über ugly. Ich habe mir theoretisch mal was davon gekauft. Ich habe mir nämlich Willi damals gekauft, bevor es den Shop aber eigentlich gab. Willi, den Kollegen hier, kennt ihr drüben noch. Aber ich finde diese Pixelart-Dinger gar nicht geil. Veto hat die hier hingezimmert. Und das hier ist nochmal viel schlimmer als das Ding hier drüben. Und dann auch noch irgendwie die an der Seite keine so coole Abtrennung zwischen den Dingern. Edgar, okay. Das alleine wäre geil. Aber hier gibt es halt keine Sachen. Hier gibt es keine... Der Shop ist nicht fertig. Es gibt nichts zu kaufen. Das passt thematisch zwar irgendwie dazu, aber sonst irgendwie auch nicht. Du bist in Lebensgefahr, wenn du da reingehst. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Es ist keine Null. Es ist kein Hugo-Shop. Ich glaube, eigentlich ist es eine 1.
in die Richtung. Nee, den Null ist es nicht. Es ist schon Gebäude. Da ist auch viel Mühe und sowas mit drin. Aber besser als das ist es allemal. Definitiv. Ey, ich bin sehr gespannt. Dann lasst mich gerne wissen, was ihr von der finalen Bewertung der Shops haltet. Sind die gerechtfertigt? Hättet ihr anders bewertet? Wie bewertet ihr meinen Shop? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wie verbringt ihr Weihnachten? Freunde, ich wünsche euch noch wunderschöne Tage. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Dankeschön, dass ihr das Crafter-Deck gegönnt habt. Und ich hoffe, heute ist geile Bescherung. Ihr habt ein geiles Fest. Coole Feiertage mit der Fam. Und dann sehen wir uns in den ein oder anderen paar Tagen wieder. Ajoa, wir.